Ganz was anderes jetzt. Wenn Sie ab und zu in Kölner Brauhäusern unterwegs sind, dann dürften Sie das da kennen. Das sind die typischen Senftöpfchen aus Ton, die da immer auf den Tischen stehen. In der etwas größeren Variante steht immer das Besteck. Und wir sagen Ihnen jetzt, wo diese Töpfchen herkommen. Thomas Hansen macht sie in seiner Töpferei in Wachtberg bei Bonn. Es sieht zwar aus wie auf einer Baustelle, doch zwischen Förderbändern und schweren Maschinen werden feinste Töpferwaren hergestellt. Und das ist der Stoff, aus dem die Besteck- und Senftöpfchen sind, die in kaum einem Kölner Brauhaus fehlen dürfen. Gefertigt vor den Toren Kölns von Thomas Hansen. Schon in vierter Generation wird hier Ton verarbeitet und das Handwerk war früher noch wesentlich anstrengender als heute. Das perfekte Material zu finden war jedoch schon immer anspruchsvoll. Das ist eine Steinzeugmasse, die wir aus dem Westerwald bekommen. Der Vorteil ist natürlich, sie ist für uns sehr, sehr rein, was früher nicht so der Fall war. Früher war der Ton, der da drauf kommt, leider sehr dreckig. Und der Aufwand für uns, den Ton zu reinigen, war extrem groß. Früher wurde der Ton eingesumpft. Das heißt also, wir haben zwei verschiedene Sorten Ton, einen mageren, einen fetten Ton. Der wurde eingesumpft, Lage für Lage, immer übereinander, Wasser drauf. Und dann musste dann zwei, drei Wochen stehen. Und dann wurde der dann, was eine Knochenarbeit war, weil der sehr schwer war, übers Fließband durch die Maschine. Heute wird das Wasser oben zugeführt und ist wesentlich einfacher zu arbeiten. Fetter Ton heißt mit einem hohen Aluminiumanteil. Den benötigt man für eine geschmeidige Verarbeitung. Gerade dreht Thomas Hansen Bestecktöpfe für Kölner Brauhäuser. In fast allen Brauhäusern stehen seine Töpferwaren auf dem Tisch, praktisch mit Servietten und Besteck bestückt. Für den 48-Jährigen bedeutet Ton schon seit Kindertagen pure Leidenschaft. Er ist unheimlich plastisch, man kann ihn super verarbeiten. Er ist immer wieder verwendbar, wenn er nicht gebrannt ist. Also es gibt bei uns quasi keinen Abfall. Und sonst kann man den unheimlich viel verarbeiten. Man merkt halt, wie man aus einem kleinen Stück Ton eine unheimliche, faszinierende Sache machen kann dann. Das Wichtigste ist jedoch, der Ton muss immer mindestens einen Tag trocknen, bevor es weitergehen kann. Oh, der ist zu weich, den kann ich nicht benutzen. Den legen wir weg. Das sind welche von gestern, die sind lederhart, sagen wir dazu. Die kann man benutzen und die stempel ich jetzt, das Logo vom Kölner Weihnachtsmarkt. Das Logo ist aus Messing gefräst und wird einfach über den künftigen Bestecktopf drüber gerollt. Der muss dann auch erstmal trocknen. In der Zwischenzeit werden die bereits trockenen Senftöpfchen für den Kölner Weihnachtsmarkt mit schwarzer Farbe bepinselt. Eine Spezialfarbe, die später nur in den Vertiefungen bleibt. Nach dem Trocknen wird die Farbe einfach abgebürstet. Die Konturen sind nun klar zu erkennen. Bis ein Besteck bzw. Senftopf fertig ist, dauert es etwa 4 Tage. Auch die bunte Farbe ist selbst angerührt. Das Besondere, sie ist nicht nur lebensmittelecht, sondern kann auch Temperaturen von bis zu 1200 Grad Celsius aushalten. Man hat eine Grundglasur und die färben wir dann mit Farbkörpern ein. Nehmen wir mit dem Verhältnis so, wie wir es brauchen, ob wir es heller oder ein bisschen dunkler brauchen. Ein dunkles Rot beim Früh oder halt reicht dann ein bisschen heller. Oder jetzt bei den Einzelnen haben wir zwei verschiedene Rots für den Hut und auch für die Kugel. Hansens Töpferwaren werden übrigens nicht nur in Kölner Brauhäusern genutzt, sondern auch in China, Amerika und sogar Düsseldorf verkauft. Bevor aber überhaupt gebrannt werden kann, wird jedes einzelne Stück mit Glasur besprüht. Die ist rosa eingefärbt, damit man keine Stelle übersieht. Im Brennofen verschwindet die Farbe dann einfach wieder. Die Arbeit macht mir total viel Spaß, weil einfach das Arbeiten mit neuen Kunden, neue Logos entwickeln, neue Farben. Und das Schöne ist, egal wo man hinkommt, man sieht seine eigenen Produkte. Es ist einfach eine total super Sache. Ich komme nach Köln, boah, das ist von mir, das ist von mir, das ist von mir. Und während der große Ofen fürs Brennen der Bestecktöpfe vorgeheizt wird, werden im Kleinen schon mal die Senftopfdeckel fertig gebrannt. Damit auf dem Kölner Weihnachtsmarkt und in den Brauhäusern auch immer genug Nachschub steht.